kurz vor der Show. Wie geht's dir? Ja, soll ich das auf einmal nehmen, ja? Ja, mir geht's eigentlich relativ entspannt noch gut. Der Puls ist ruhig. Gleich werden hier die Karten auf den Tisch gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich krieg jetzt die Lippen zugeklebt, damit ich mein dummes Maul halte die nächsten 3 Stunden. Nein. Was sagst du dazu, dass der Fabian gerade seine Lippen zugeklebt kriegt? Ja, sehr gut. Ich will es ja auch haben, weil ich habe auch relativ trockene Lippen und das soll wohl dagegen helfen. Also ich bin gespannt. Ja, ich dachte, weil wir jetzt gleich noch wild knutschen, deshalb müssen wir uns vorbereiten. Ich sollte mit diesen Anspielungen aufhören. Es gibt mit Sicherheit Leute da draußen, die das falsch verstehen. Ich glaube, gleich werden wir ein bisschen Spaß haben. Hoffe ich zumindest. Ja, soll ich, wenn du redest, sag einfach kurz, ne? Ja, das ist ja die Hauptsache heute, oder? Das ist die Hauptsache, du hast es erfasst. Spaß haben, genau. Simon, wie geht's dir? Ich bin etwas angeschlagen, deswegen versuche ich gerade mir Kaffee zu machen, aber die Milch freut mich für alle. Deswegen habe ich jetzt das genommen, ich weiß gar nicht, was es ist, habe mir erstmal 3-4 davon reingehauen. Ich hoffe, das ist richtig. Was trinkst du denn da? Kaffee? Dachte ich, dass es das wäre. Entschuldigung, ja. Braunes Wasser trinkt braunes das sein. Braunes Wasser. Ja, der André will nicht mit mir reden. Ich würde sagen, ich werde jetzt nochmal ganz kurz frische Luft schnappen. Und dann geht's auch schon los. Ein Freudenslauf für den kurzen Moment, den er hatte gerade, weil er hat gerade Krieger rausgehauen mit ziemlich viel Glück, muss ich sagen, oder nicht? Ja. Das war wirklich ziemlich viel Glück, aber er war schon so tief drin, er konnte nicht mehr rausgehen. Und kleine Pinkelpause musste sein auf jeden Fall gerade. Für diesen Moment, sogar ich war am Zittern, weil ich dachte, okay, was passiert jetzt? Einer fliegt raus, wer? Das war ein krasser Zug. Ich muss meine Cojones behalten. Ja, was zum Fick? Was haben die in die Getränke reingetan? Ich bin irgendwie im Finale mit Dan the Man. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe natürlich auch gespielt, wie das betrunkene Huhn, das ich bin. Aber es wundert mich trotzdem ein bisschen. Naja, wir werden mal sehen, wie das ausgeht.